Bei der Analyse des vegetativen Nervensystems über die Herzfrequenzvariabilität ist ein stabiler Sinusrhythmus erforderlich. Vor Hufflimmern oder ein permanent eingreifender Herzschrittmacher sind Ausschlusskriterien. Vereinzelte Extrasystolen oder technische Artefakte werden von der VNS-Analyse erkannt und eine Korrektur wird empfohlen. Sollten mehr als 10% Artefakte vorhanden sein, empfiehlt die VNS-Analyse, eine Wiederholungsmessung durchzuführen oder ein EKG zu schreiben. Ohne aktivierte Korrektur werden die Parameter positiv verfälscht. Der sympathische Index in Rot ist niedriger und der parasympathische Index in Blau ist höher, als es tatsächlich der Fall ist. Daher ist es wichtig, vor der Beurteilung der vegetativen Parameter die HRV-Aufzeichnung zu prüfen. Sollte eine Korrektur vorgeschlagen werden, aktivieren Sie diese bitte. Mit aktivierter Korrektur werden die Artefakte herausgefiltert und die Parameter sind auswertbar. VNS-Analyse. Genial einfach.